Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Zelda-Stream, der heute eigentlich gar nicht geplant war. Es war eigentlich was anderes geplant. Aber ja, es passieren Dinge. Und mehr muss man auch nicht wissen. Zuallererst unsere Spoilerant natürlich wie immer. Haltet die Klappe. Niemand will hören, was ihr sagt. Weil sonst seid ihr im Land der Verbannten. Dasselbe gilt für die Tippschreiber. Ich brauche die Tipps nicht, ich will das Spiel selbstständig erkunden. So, habe ich die Nachricht rausgehauen? Ich hatte mich eigentlich vor dem Stream auf den Drachen gesetzt, bin dann einmal kurz pullern gegangen und bin dann zurückgekommen und war tot. Ich wollte extra auf den weißen Drachen starten, weil ich ja diese eine Schuppe nochmal fotografieren, beziehungsweise diesen Stein. Ja, habe ich super hinbekommen. Ich überlege gerade, wo der Drache sein könnte, weil da bin ich gestorben. Ich könnte natürlich diese Karte nochmal raussuchen. Dann wüsste ich ungefähr, wo der ist. Aber weit kann er nach meinem Tod ja nicht sein. Da fliegt zumindest der rote Drache. Und dem kann ich auch ein gutes Foto eventuell schießen. Eldra. Oh, das Masterschwert ist zurück. Ja, komm, dann hole ich mir was von seinem Rücken. Dann hole ich das vom Weißdrachen einfach offscreen, das Foto, und das zeige ich euch dann beim nächsten Stream. Außer der kommt mir jetzt entgegen. Hallo, mein Freund. Um Gottes Willen, hier besteht Brandgefahr. Ich habe doch bestimmt irgendwas, um gegen Hitze anzukämpfen, oder? Ich habe was für Hitzefeuerangriff. Okay, ich sollte aufpassen, dass ich nicht verbrenne. Ich habe eine Eldra-Schuppe schon mal. Ich sollte Sachen ausrüsten, die nicht verbrennen. Im Bestfall. Okay, Stein gefunden. Eldra Drachenstein. Ich friss jetzt irgendwas, das mir Max HP gibt. Und dann fliege ich auf den Berg vor ihn. Am besten so viel Max HP wie möglich. Seht ihr, das ist der Drachenstein? Ich darf das Foto so nicht schießen. Ich brauche erst was gegen Hitze. Ja, dann versuche ich wenigstens ein gutes Foto von ihm zu schießen. Von dem Berg hier sollte es gut gehen. Wenn ich bei dir was absammeln will, brauche ich erst eine Hitzerüstung. Aber hey, zumindest habe ich einen Drachenstein mitgenommen. Ich sehe den da legitim nirgendwo rumfliegen. Und ich gucke jetzt wirklich von ganz weit weg. Weil er müsste eigentlich dort in der Nähe sein. Da, ich sehe ihn.
Warte mal, Richtung merken. Der ist ungefähr da, wo ich gestorben bin. Hallo? Sag mal, kann man das Foto auch in schön machen? Ist ja so richtig kacke. Ich versuche da Foto noch mal einen schönen hinzubekommen. Vielleicht kriege ich ja irgendwo einen Stein, der ein bisschen mehr herausragt. Nicht wieder runterrutschen. Der auf keinen Fall. Der eventuell. Ne, den kann man so kacke fotografieren, den Stein. Dafür bei dem anderen nicht anders sein. Ich glaube, das werden. Das mache ich tatsächlich nicht aus der natürlichen Umgebung, sondern schmeiß ihn hin und fotografiere ihn. Das ist das Bild einfach zu kacke. Das Teil ist ja nicht mal richtig drauf. Aber ich sammle natürlich ab, wenn ich schon hier oben bin. Wie eine Verschwendung ist nicht zu tun. Okay, hab abgesammelt. Was war mein Plan? Ich wollte auf jeden Fall hier das den Krog-Eimer absammeln. Hier wollte ich mir den Schrein holen. Da wollte ich irgendwas. Eigentlich hauptsächlich generell Schreintour wieder. Eventuell auch mal ein paar Nebenquests mal zur Abwechslung. So, hier oben sollte einer von denen gammeln. Den habe ich nie geholt, aber offscreen zumindest markiert. Nämlich hier, ein ganz einfaches Schieberätsel. Hab's. So habe ich den auch endlich abgesammelt. So, als nächstes holen wir uns das Pferd. So, was ist nochmal die Info? Balkengefarben, grau gefleckt. Hier ist wieder was runtergekommen. Okay. 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 Ciao. Okay, wir suchen ein beigefarbenes Pferd, also ein braunes Pferd mit grauen Flecken. Wo kann man hier denn überhaupt Pferde? Da. Mal ein bisschen näher ran. Dann erkenne ich eventuell, welches Pferd das richtige ist. Müsste eigentlich das sein. Jetzt nicht so, als würden die beiden neben mir mega auffällig sein, ne? Hab es. Ich hoffe, du bist das richtige Pferd, das gerade mit 500 Sachen gegenlenkt. Los, nicht beschleunigen.
Bitte sei das Richtige. Ist es richtig? Ist das dein Pünktchen? Oder habe ich dir das falsche Pferd gebracht? War tatsächlich gerade eben eins neben ihm. Ja, das nehme ich gern. Wofür habe ich ihn zurückgebracht? Ich hätte nicht gedacht. Ich sag mal, lauf in die Freiheit. Will hier sonst noch irgendwer was? Hier. Dem geht's gut. Gern geschehen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ach, dann ist dort auch wieder ein Laden. Ein Ehepaar also. Mal weiter gucken, vielleicht will ja noch einer was hier. Hier ist ein Brunnen. War ich nie drin. Oh, Schaden bekommen. Ach so, Brunnenstandorte hier bitte. Sie gibt mir ja pro Brunnen 10 Rubine. Okay, das war ein Hinweis. Eine Kiste. Mit Inhalt, den ich nicht mitnehmen kann. Außer. Komm ans Masterschwert.
Ich habe sonst keine Verwendung dafür. Oh, jetzt bin ich hier. Okay, hier will keiner was. Von euch will bestimmt auch keiner was. Doch, er. Ja. Ja. Das weiß ich doch schon. Ich weiß, wo das ist. Gut, dass ich mich hier noch umgeschaut habe. Sie ist offenbar wunschlos glücklich. Und von dem will auch keiner was. Na gut, dann als nächstes zum Hateno-Institut, ne? Hallöchen. Pack mich mal kurz aus dem Bild. Den habe ich schon geholt. Ich habe ihn im Vorfeld weggenommen, ja! Nee. Aber ist schön, dass ich jetzt den Sensor habe. Hier kann ich auch die ganzen Funktionen verbessern, ne? Okay, was hast du denn für kranke Sachen vor? Ist Teleport mein Leon? Schlauer Kopf.
Kann ich mich nicht vom Prinzip her schon teleportieren? Na gut, ich pack mich jetzt wieder ins Bild. Mit denselben auch, so dass ich erst holen muss. Habe ich schon längst erledigt. Da haben sie sich aber eine ordentliche Zahl überlegt. Zu viele. Okay. Dann noch den Sensor Plus. Dann kann ich nämlich nach Objekten suchen. Längst erledigt. Bei Weitem längst erledigt. Ja, wenn ich mal was Bestimmtes suche, kann ich damit suchen, ne? Okay. Da fehlt ja nur noch der Teleporter, ne? Guck ich mir mal kurz an. Ach, da, wenn mir was aus einer Publik fehlt und ich es einfach nicht finden kann, dann kann ich auch dem Teil sagen, ey, jo, zeig mir mal, wo ich das finden kann. Nee, ich will es lieber selbst schaffen. Ja, ich wollte das gerade eben schon ansprechen. Ich gucke einfach mal, ne? Ach, man kriegt dann aber zufälliges Foto. Nee, dann mache ich es lieber selber. Vor allen Dingen viel zu teuer. So, erstmal Leben aufgefüllt. Pfad des Helden, drücke X. Dann sehen wir vor euch schon alles wahr. Hier zum Beispiel, wo ich einmal auf den Drachen geflogen bin von hier. Auch im Untergrund? Jo. Okay, man sieht es nicht unterteilt.
Wenn ich's richtig sehe. Man sieht sogar die Tode. Mann! Okay, ist eine lustige Funktion. Jedenfalls finde ich jetzt die Schreine auch wesentlich besser, ne? Das Teleport-Ding ist ganz oben. Wo ist denn das mit der Flaschenpost? Oh, ein Paddel. Habe ich noch nie fotografiert. Okay. Ich muss einfach nur in eine Spur von den Samen folgen. Ich bräuchte ein Segel. Würde das funktionieren? Da sehe ich doch was. Da ist ein Leuchtsamen. Sehe ich sonst irgendwo was leuchten? Da hinten. Einfach nur dem Glitzernden folgen. Ich hatte nicht vor, runterzuspringen. Da sehe ich eine Höhle. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er von dort aus die Sachen geschmissen hat. Aber aus der Höhle sollte er doch dann eigentlich wieder rauskommen können. Rakete! Hui! Ja, definitiv aus der Höhle. Der Stein hat ihn schon mal nicht festgehalten. Und diese Rubine, mich. Gott, die Klammerhexe kam ja geradezu auf mich zugesprintet. Hier ist auf jeden Fall sein Boot, ne? Der Stein ist es wahrscheinlich.
Der Schreinsensor schlägt hier auch aus. Du bist frei, Junge. Warte, die Sachen hinter dir sind gerade wichtiger. Gerne geschehen. Och, das ist nett. Noch ein Händler? Okay, der Bandschrein ist in der Nähe. Wahrscheinlich über mir. Na gut, mein Boot brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ist aber noch eine Höhle. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier ein Loch in der Decke ist. Dich an der Wand habe ich schon gesehen. So, geh durch. Na da. Ich hoffe, du hast Spaß hier zuzusehen. Und nochmal 20 Bits. Auch dafür danke. Vielen Dank für die ganzen Seelen. Wo versteckt sich hier der Schrein? Sehen, Krog. Dir einen Stein zurückgegeben. Der hat mir gesagt, ein Bandschrein sei in der Nähe. Wo ist der denn? Ich sehe auf jeden Fall wieder den Typ, denn ich weiß, wie man ein Schild richtig aufstellt. Da sehe ich auch einen Drachen. Vom Martino-Institut könnte man gerade ein richtig geiles Foto schießen. Man könnte. Ist bestimmt irgendwo eine Höhle versteckt. Aber ich hatte doch von der Seite damals eine Höhle entdeckt über diesen Leuchthirsch. Stimmt darüber. Freust du dich schon auf die Eventwoche, die jetzt demnächst anfängt? Hier soll eine Höhle sein. Ich habe da auch ein paar Leute zu eingeladen. Darunter Vivid. Er hat sich über die Einladung sehr gefreut. Ich bei Puzzle.
Nicht gucken, ob es richtig ist, einfach reinstopfen. Passt dann irgendwann. Man muss nur genug stopfen. Er sagt mir noch, hier ist ein Bandschrein in der Nähe. Wo ist der? Mr. Krabs, bleiben Sie hier! Ach, da, wo ich mir markiert habe sogar. Zumindest würde ich das jetzt annehmen. Hier wollte ich ja generell rein. Guck mal, meine Intuition hat mich schon um Puros gewarnt. Hier wird ein Schrein gleich sein. Wie es scheint. Jetzt hier kein weiteres Loch in der Wand. Warte. An der Stelle hier ungefähr hatte mir gerade eben Gitter gezeigt. Drei Sonanium. Das war eine Billigkiste. Ich doch von der Höhle aussuchen, wo ich gerade eben drin war. Wo ist der Schrein? Ich habe jetzt schon extra diesen Sensor. Kumpel, lass mal los. Ich habe gesagt, das sollte nicht umfallen. B, du fällst jetzt noch mal um. Auch wenn das nicht wirklich umgefallen ist. Das Ding stand kerzengerade. Danke für das Taschengeld. Der Welt, dieses Schild am Arsch der Welt, wer soll das eigentlich sehen? So, weitersuche, wo der scheiß Schrein steht. Ich hab hier einen Stern. Hier ist eine Höhle. Da muss in der Höhle der Schrein drin sein. Hey du, komm mal runter. Auch mal Full Life. Tot. Ah, da ist der Schrein. Da liegt doch irgendwas Neues. Richtig schon? Gerade. Das Foto geht schöner. Perfekt, genau wo ich hier gerade was umgebracht habe. Nee, kannst du nochmal in meine Richtung gucken, bitte? Bitte ohne Stein.
Warte, ich versuche den nochmal in den Gang zu bekommen. Ich nehme das. Au! Den Stern hier, den kann ich dann ja mal entfernen, ne? Okay. Der Schrein, der ist unter Wasser. Gut. Wie bekomme ich den aus dem Wasser raus? Das ist die Frage. Ist hier irgendwo ein Mechanismus dafür? Stimmt, da unten. Hi. Da ist was hinter dir, das muss ich unbedingt kaputt machen. Ich habe den versunkenen Schrein gefunden. Oh, das sieht nach Spaß aus. Wechselwirkung. Das sieht nach sehr viel Spaß aus. Okay, ich verstehe. Da ist nix. Ich würde gerne die Kiste nehmen. Ich kann mich nicht an das Ding dran kleben, ne? Ah, ich sehe aber einen anderen Weg. Meine Kiste. Komm her, du süße Verführung. Und dann ist da so ein Müll drin. Oh. Ist nicht passiert. Ich wollte das Ding hochklettern. Ach stimmt ja. Full Life muss ich dafür sein. Okay, wo genau will ich die Kugel denn hinhaben? Ach, ich verstehe. Jetzt habe ich verstanden. Ist ja leicht. Easy. Mein Hirn funktioniert. Danke für das Segenslicht. Okay, kein weiterer Schrein in der Nähe. Es war nur der. Warum lass mich irgendwo durch die Decke hüpfen? Dann halt nicht. Dann machen wir es halt anders. Wenn wir uns querstellen. Ich wollte noch weitere Schreine abhaken.
beam ich mich halt hier hin. Oh, hier ist einer in der Nähe. Okay. Wo könnte hier eine Höhle sein? Beim Teich oder beim Wasserfall eventuell? Ich habe was gesehen, das meine Aufmerksamkeit erfordert. Nee, nicht das. Mensch, geh doch aus dem Weg. Ich wollte die Fassbomben hinter ihm abschießen. Aber der ist zweimal dazwischen gesprungen. So, besseres Foto. Immer hier mit fertig. Hat funktioniert. Habe ich das Horn schon mal fotografiert? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das war so ein Sensenmannhorn. Ja, ich hab's schon mal fotografiert. Ja, hier hinter könnte ein Schrein sein. Okay, hier ist keiner. Sora-Rüstung. Sehe ich da einen Krog? Da ist ein Krog. Noch mal runter. Wo willst du mich hinhaben? Hab ihn. Die Höhlensuche geht weiter. Da will ein Stein hin. Die Mission schon mal erfüllt.
Könnte sein, dass da oben gerade einer war. Also eine Höhle. Muss es regnen? Hallo, kenne ich dich schon? Eine Klammerkröte. Habe ich nur so rein zufällig gerade gesehen. Ey du, wollen wir Freunde werden? Kröte hat ja gesagt. Oh. Wo ist denn dein Freund? In der anderen Himmelsrichtung. Da musst du leider warten. Ich könnte ja auch mit einer Rakete in die Richtung schießen. Ja, das stimmt. Hunde sind spitze. Der Kisinona-Schrein. Windstärke. Ich sehe schon mal das Wie. Okay, hat funktioniert. Und ich weiß auch, wie ich an die Kiste komme. Easy. Danke. Danke für nichts. Ich nehme statt einen Bogen des Dämonenkönigs. Weil der hält zumindest ein bisschen länger. Mal kurz in den Brunnen schauen. Das kommt schon irgendwann. Was? Das spult es auch zurück?
Muss ja nur nah genug sein, dass ich die Kiste rausziehen kann. Maximaler Yeet. Wo ist sie hingeflogen? Da. Ein Königsschild. Weg mit dem Tierschild. Das war ein guter Ort, um hochzukommen. Ich hoffe mir eventuell gleich euren Wagen. Was ist mit Unterwäsche? Wenn es denen Spaß macht. Ich glaube, Zelda brauchte auch einfach mal einen Kick. So, dann bringen wir dich nach Hause. Bist so erschöpft, du willst dich nur nicht bewegen. Guck, kannst dich doch bewegen. Und da unten sehe ich auch ein Transportmittel. Ach, der Lümmel schon wieder. Was los, Junge? Die Konstruktion funktioniert immer. Ach, danke. So. Warte, ich hole eben kurz mein Pferd. Nicht wegfahren. Das habe ich gerade gesagt. Was für ein Frechdachs. Hab deinen Gubbi nach Hause gebracht. Und da ist auch meine Belohnung. Na gut, ne? Damit habe ich heute das ein oder andere geleistet. Hab ein paar Schreine gefunden, ein paar Aufgaben gemacht. Passt so schon. An der Stelle sage ich einfach mal, dass ich hoffe, dass es euch gefallen hat hier beim Zuschauen. Wenn ja, Abo und ein Like später auf dem YouTube ein Video da lassen. Ein Follow natürlich auf Twitch. Und wie immer sage ich den YouTube-Zuschauern als erstes. Ciao an der Stelle. Euch noch einen schönen Tag.